Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Attack. Ich war tatsächlich eine etwas längere Zeit nun offline, bedingt durch viel Joecraft ist in Deutschland unterwegs, weil viel zu tun ist. Und konnte natürlich mich ein wenig daran setzen, nicht in Sky Attack weiterzumachen. Nein, aber jetzt wird es tatsächlich Zeit, dass wir weitermachen. Mir ereilte gestern Abend ein Hilferuf von Blizzard, dass wohl die Holzfarm nicht mehr ganz funktioniert. Und wir müssen jetzt einmal auf unsere Redstone-Fehlersuche gehen, unsere Brille aufsetzen, der Erkenntnis und erkennen, welche fatalen Fehler gemacht worden sind. Nein, alles gut. Die Holzfarm soll wieder geupdatet werden. Wir werden kommenden Samstag wahrscheinlich Sky Attack gespielt haben. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet. So, wir versuchen mal dabei nicht herunterzufallen und erstmal zu gucken, warum die Holzfarm nicht funktioniert. Wobei wahrscheinlich schon viele Möglichkeiten bestehen. Erstmal frage ich mich, warum hier so viel Cobblestone ist. Wahrscheinlich hatte das Blizzard hier hingemacht, um zu prüfen, ob die Holzfarm funktioniert oder nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob sie eingerichtet ist. Ja, wir sehen schon, das sieht ganz gut aus. Funktioniert die Technik hier noch? Sieht auch eigentlich erstmal ganz gut aus. Fangen wir mal mit den Basics an. Funktioniert die Holzfarm an sich denn überhaupt? Ja, wir packen mal hier einen Baum hin und schauen mal, ob er wächst. Ah, da ist ein Fehler. Diese Fehler sind nicht schön, wie wir gerade sehen. Ja, das war jetzt zu erwarten, dass das nicht funktioniert hat, weil hier offensichtlich der Schleim sich ein bisschen verschleimt hat. In diesem Fall müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir das jetzt richtig lösen können. Offensichtlich scheint es hier irgendwo ein Redstone-Fehlerchen gegeben zu haben. Wer dafür jetzt die Schuld trägt, ist natürlich die eine Sache. Das ist interessant, weil wir sehen, dass diese ganzen Kolben sich hier ordentlichst verschoben haben. Mal gucken, ob wir das Problem fixen können, indem wir diese Kolben wegnehmen, die kaputt gegangen sein könnten. So, was wir jetzt machen müssen, ist einmal hier diese Anlage rauszufahren. So, das hat schon mal gut geklappt. Zumindest der untere Teil hat schon mal geklappt. Bis hierhin. Was wir jetzt nicht so gut ist, ist, dass da immer noch Sachen nicht nice sind. Lass uns mal versuchen, hier hochzukommen, dass wir mal etwas von hier aus arbeiten können. Also, ich würde nochmal versuchen, hier weitere Kolben hinzusetzen, damit wir einmal zum Beispiel diese Reihe nach vorne bewegen können. Was natürlich jetzt nicht klappt, wegen der Blöcke hier. Ja, eigentlich wundert mich, dass auch das nicht klappt. Wegen den Blöcken hier. Ja, klar, wegen den Blöcken geht das nicht. Weil hier oben diese Blöcke das Ganze blockieren. Das heißt, wir müssen die einmal abreißen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir es am schnellsten hin? Eins. Zwei. Ich könnte mir jetzt eine Axt machen, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es, glaube ich, schneller ist, mal eben das so zu machen. Wenn ich mich nicht verbaue. So, wir müssen jetzt, wie gesagt, diese Technik zunächst retten und dann mal updaten. So, wieso das jetzt passiert ist, wundert mich tatsächlich. Es kann sein, dass diese Farm in Betrieb genommen worden ist, als nicht geladene Chunks da waren. Das ist natürlich ein möglicher Fehler, der diese Farm natürlich auch kaputt macht. Wie wir sehen, jetzt konnte ich hier diesen Kolben schon mal einsetzen. Es fehlt hier noch ein Kolben. Hier unten ist der. Sehr schön. Hallo Kolben. Kleiner Racker hier. Joecraft schafft es nicht zu springen, es tut mir leid. Wenn ich mehr Survival-Fähigkeiten hätte, wäre das vielleicht auch lustiger und spannender. So, das hat auch geklappt. Zu guter Letzt müssen jetzt noch hier oben die beiden Kolben extended werden, was eigentlich gehen müsste. Ja, wunderbar. So, das heißt, wir konnten die Reihe nun rausstecken und können eigentlich jetzt den ganzen Teil wieder einklappen. Nein, können wir nicht. Interessant, interessant. Also es scheint hier irgendwo jemand einen Block hingebaut zu haben, weswegen das nicht geht. Das wundert mich jetzt gerade doch erheblich. Was genau hier schiefgegangen ist und warum das nicht geht. Ja, da ist ein Stein. Wer hat diesen Cobblestone hier hingesetzt? Wer auch immer diesen Cobblestone gesetzt hat, hat die Sache kaputt gemacht. Dieser Cobblestone ist schuld, dass die obere Reihe nicht reinfahren kann. Und weil die obere Reihe nicht reinfahren kann, gibt sich die, ja, gibt es halt eine Fehlerkette. Dann lass mich das mal eben reparieren und bis gleich. Ich denke mal, dass wir jetzt die Fehler reparieren konnten. Ich habe mir jetzt doch noch eine Axt gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht alles per Hand abbauen wollte. So, wir setzen jetzt den Slime hin. Hier ist jetzt kein Cobblestone, der das Ding kaputt macht. Und wir fahren das Ding ein. Wunderschön, hat geklappt. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch mal eben die ganzen Zauntore dran zu setzen. Und dann sollte die Holzfarm soweit wieder laufen. Man kann die Holzfarm jetzt noch verbessern und improven, indem wir beispielsweise hier einen Auffangmechanismus für die Zapplings machen. Ich glaube, so heißen sie. Die Setzlinge zu Deutsch. Mir ist der deutsche Begriff nicht eingefallen.
Spielt ihr eigentlich Minecraft auf Englisch oder Deutsch? Das ist eine sehr spannende Frage. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich gucke auf jeden Fall mal rein, was ihr da so schreibt. Oder ob ihr das macht oder nicht macht. Ich habe das Gefühl, dass wir zu viel Holz gerade verbrauchen. Kann das sein? Ja, hier beispielsweise brauchen wir keine Zauntore, merke ich gerade. Dann reiße ich die mal schleunigst ab, bevor es hier Ärger gibt. Wir müssen nämlich echt aufpassen, dass wir hier keine... dass wir das Limit nicht überschreiten. Man kann mit Kolben nur 12 Blöcke maximal verschieben. Und wenn das Limit erreicht ist, dann geht es nicht mehr. So, und jetzt bitte. Sieht gut aus. So, ihr seht, jetzt funktioniert es auch wieder. Also irgendjemand hat hier oben Cobblestone hingesetzt. Ich war es ziemlich safe nicht, weil ich die ganze Geschichte nochmal getestet habe. Aber damit sollte die Holzfarm jetzt erstmal schon mal wieder laufen. Also lassen wir mal nochmal ein Holz hier gedeihen. Und schauen, ob das funktioniert. Das Holz sollte sich automatisch zerstören. Natürlich, bin ich gespannt, ob das soweit klappt. Und da ist er. Hat geklappt. Okay, die nächste Frage, die ich mir gerade stelle, ist, warum ist es Nacht? Lasst uns das Problem schnell lösen. Okay, wunderbar. So, wie gut funktioniert der ganze Kram hier? Ich habe das Gefühl, dass Blizzard wahrscheinlich das hier repariert hat oder hingekriegt hat. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was passiert, wenn hier Holz reingeleitet wird, wohin das Holz gesteckt wird. Ich habe keine Ahnung, wie Blizzy das jetzt genau gemacht hat und gelöst hat. Ich werde jetzt mal einfach einen Test machen, indem ich hier einen Block reinsetze. Mir das Ganze mal angucke, wie dieser Block verschoben wird. Also, Block hier hin und... Das sieht alles sehr gut aus. Blizzard scheint gute Arbeit gemacht zu haben hier. Oh, und die Farm hat sich auch aktiviert. Okay, das heißt, läuft das schon? Fragezeichen. Sind wir schon fertig? Können wir das erste Mal die Holzfarm... in Betrieb sehen. Jetzt bin ich natürlich äußerst neugierig. Dann lass mal anschalten. Mal schauen, was kann schon schief gehen? Gut, wir lassen mal was wachsen. Wachsen. Und jetzt, beim nächsten Wachsen wird auf jeden Fall was geleitet. Also interessanterweise kommt hier wohl was an. Wir müssen uns vielleicht nochmal ein bisschen beeilen, dass wir ein bisschen schneller das Ganze sehen. Also wenn hier was wächst, kommt tatsächlich da was an. Ich bin natürlich jetzt gespannt. Ich weiß nicht, ob wir so schnell rennen können. Wir müssen uns echt beeilen. Go, 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 go. Jeden Moment müsste da was ankommen. Da unten. Da müsste sich was bewegen, sobald der Baum gewachsen ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, 1, 2, 3, 4. Oh. Tatsächlich ist es angekommen, das Holz hier drin. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Farm in Betrieb und schauen uns mal an, ob da nachher tatsächlich Holz rauskommt. Also, auf geht's, bis gleich. Ich finde, das sieht schon fantastisch aus, Leute. Ein bisschen Cobblestone ist noch drin von den Experimenten, dem Test, aber... Es wächst immer wieder was dort. Na klar, ein bisschen braucht das Holz, um zu wachsen. Aber schaut euch das mal an, wie das hier weitergeleitet wird. Also, ziemlich OP. Und die Frage ist, ob schon was in unserer Explosionschamber ankommt. Wir hören den TNT explodieren, also das scheint zu funktionieren. Die Frage ist immer, wie gesagt, kommt was an oder noch nicht? Ich jump mal hier ganz gefährlich herum. Haben wir schon Holz drin? Jo, da kommt das erste Holz an. Schaut euch das an. Erstes Holz. Das heißt, gleich werden wir das erste Mal erleben, ob das Holz auch richtig gesprengt wird. Das ist jetzt mein Job, einmal zu gucken, ob das klappt. Natürlich steigt da jetzt die Spannung erheblich. So, wann wächst das Holz? Es müsste gleich wachsen. Die Technik müsste auch eigentlich zuverlässig sein. Jo, da kommt es! Ich glaube, noch zwei Chargen Holz und dann müsste das erste Holz gesprengt werden. Wow! Und ab dann ist es quasi nur noch ein AFK-Farming. Das heißt, der Spieler muss nur hier stehen, seinen Rechtsklick gedrückt halten, um hier einen Sapling hinzusetzen. Wir lassen mal noch einen weiteren Sapling wachsen. Das hat sich mal richtig gelohnt, die Holzfarm. Jo. Absolut begeistert. Jetzt haben wirklich mehrere Leute hier zusammengearbeitet. Blizzard und ich, wir haben hier, obwohl wir niemals gleichzeitig online waren, hier gemeinsam dran gearbeitet und es funktioniert. War halt nur dieser eine Fehler drin in der Quelle. Die Quelle erzeugt das Holz. Das Holz wird in eine große Straße gepackt. Diese große Straße wird anschließend zerkleinert in dieser Maschine. Also wie ein echtes Holzwerk, ne? Wir haben eine Art, ja gut, wir haben ein Faustrow oder sowas auch immer. Das Holz wird hier zerschnitten. Also hier ist das Sägewerk.
Und dann wird das zerschnittene Holz weitergeleitet in die Verarbeitungsmaschine. Das hört sich nicht gut an, ne? Ah, das ist das Problem. Okay, warte. Ich organisiere mal schnell was. Boah, hier ist gar nicht aufgefallen, wie riesig das Ding wird. Ach, du Scheibenkleister. Ja, das ist, nicht so ganz klein. Ich merke gerade, dass so ein Aufzug echt praktisch wäre. Boah, weil die Strecken hier schon ziemlich lang sind. Aber ihr habt einige Knochen und wir sehen uns gleich wieder bei unserer Holzform. So, mit dem Trichter, den ich dabei habe, können wir vielleicht auch nochmal hier kleine Optimierungen vornehmen. Ich hoffe, dass es funktioniert, einfach so hier dran zu setzen. Ja, das könnte funktionieren, wobei es ist keine gute Idee, weil eventuell dabei Sachen aufgesammelt werden. Also Saplings und die dann natürlich hier das System verstopfen. Wurscht erstmal. So, gut befüllen mit weiterem Bone Meal, von dem wir nun auch reichlich haben. Auf geht's und Wachse-Sapling. Zwei Chargen müssen wir noch machen, dann kann das Holz auch verarbeitet werden. Es braucht sehr, sehr viel Bone Meal. Egal. Das ist ja wirklich unser geringstes Problem. Ich muss hier noch ein Timeout reinbauen, dass man erst dann weitermachen kann, wenn die Maschine fertig ist. So. Und jetzt gleich sollten wir tatsächlich in der Lage sein, das erste Mal Holz zu sprengen. Das ist der Moment, auf den wir jetzt mehrere Wochen hingearbeitet haben. Mit der nächsten Charge passiert's. Und los geht's. Ich will's sehen. Will's sehen, wie hier das Holz nun zerstückelt wird. In der Sprengkammer. Ja, da ist das erste Holz. Leute, da kommt es. Das erste Holz. Okay, der TNT ist dran vorbeigegangen. Das passiert natürlich. Also dann wird es halt beim nächsten Mal gesprengt. Gut, das heißt, einmal noch müssen wir einen Sapling setzen. Ich bin schon ganz durcheinander. So aufgeregt. Und 3, 2, 1. Wachsen. Man weiß halt nie, wie schnell der wächst. Wir laufen hier rein. Und die Baumform arbeitet. Das Förderband leitet das Holz in die Chamber. Da kommt das Holz an. Und yo! Die Sprengung war erfolgreich. Die Sprengung war erfolgreich. Leute! Ein Lock ist schon hier. Jetzt steigt die Spannung. Ich hoffe, Blizzard hat hier die Wege richtig gebaut. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die Items hier oben ankommen. Ich weiß auch gar nicht, welchen Weg die Items nehmen nach oben. Ich nehme aber mal an, dass Blizz das richtig gebaut hat. Oder? Fragezeichen. Da! Ach, da oben kommt's an. Hä? Ist das, warum kommt das da oben an? Verstehe ich nicht. Drei. Warum kommt das da oben an? Excuse me? Why? Verstehe ich nicht. Eigentlich müsste das nach unten sickern. Ah, vielleicht, weil das Holz hier oben reinkommt. Okay, drei Loks sind hier drin. Warte, wir prüfen es mal eben. Ganz einfach, wir machen den Test. Da kommt jetzt einfach nochmal ein Sapling hin. Und wenn der richtig gewachsen ist, drei haben wir drin, drei und eins, vier also. Wir lassen nochmal zwei wachsen, weil wir ja nicht wissen, wie der TNT sich verhält. So, wir schlafen einfach, während der Baum wächst. Ja, hier gute Aufgabenteilung. Ich höre auch schon, dass er gerade gewachsen ist. So, Sägesystem läuft. Und einen zweiten lassen wir auch nochmal wachsen. Wir hören den TNT explodieren. Beeilen uns mal hier reinzukommen. Und nee, der ist dran vorbeigegangen. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeit eben mit dem, was passiert. Wenn der TNT natürlich unten ins Wasser fällt, macht er nichts. Aber ihr seht, wie effizient das ist. Man kann hier einfach nur die ganze Zeit AFK stehen und den Rest passiert dann dort. Man hört immer wieder. Dann ab die Sprengungen. Nein! Böser TNT! Pfui. Aber die Ausbeute ist immer klasse. Wir haben in der Regel immer vier Logs, die hier entstehen in dieser Baumfarm pro Sapling. Wir müssen natürlich nochmal ausrechnen, wie viel Bone Meal wir benötigen, aber hey, also besser als gar nichts, ne? Vor allem AFK rumstehen und dann kommt der ganze Spaß schon. Da wird's reingeleitet. Und, yo, das ist gut. Yo, die Sprengung war erfolgreich. Ich habe sogar da Holz runterdroppen sehen. Jetzt ist die Frage, landet der hier oben? Ja, ziemlich safe. Wir sehen ja hier schon fünf, vorhin waren es drei. Mal gucken, was passiert. Wir warten und hoffen, dass was passiert. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell das hier oben ankommt. Ich nehme mal an, dass es über ein Wassertransportsystem nach oben läuft. Ah, ich glaube, dass er keinen Seelensand da unten hingesetzt hat. Kann das sein, dass kein Seelensand ist und dass das einfach ganz langsam umsteigt? Jetzt sind hier vier Loks. Irgendwie verstehe ich das Sortiersystem nicht. Vier. Okay, wir haben jetzt schon neun Loks. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
Die Statistik ist noch nicht so gut, weil noch viel Müll im System ist. Die Leitungen, da sind noch Steine drin im Förderbandsystem. Lass uns noch mal vielleicht 4 Bäume wachsen lassen. Ne? 1. Sehr schön. 2. Wie schade, dass man keine Blöcke setzen kann. 3. Wunderbar. Und Nummer 4. Man hört jedes Mal, wenn der Baum gewachsen ist, hier den TNT. Und ihr seht, vom Timing her passt das gut. Da muss man sich echt keine Gedanken machen. Hallo Spidey. Sind wir Freunde oder willst du mich angreifen? Wir sind keine Freunde. Ich verstehe. Es sah erst danach aus, als ob du mich nicht angreifen möchtest. So, unser Baum ist gewachsen. Wäre die Spinne einen Moment länger da unten geblieben, hätte es sich ja für uns alle gelohnt. Yo, hier ist weiteres Holz. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ich bin äußerst zufrieden damit. Ich weiß echt nicht, wie schnell das da hochläuft, in diese Kisten. Also ich vermute, dadurch, dass das jetzt so länger dauert, ist meine Vermutung, dass das hier mit einem ganz normalen Wasser nach oben läuft. Was bedeutet, dass die Items relativ langsam nach oben gehen. Und deshalb vielleicht ein bisschen später was ankommt. Ich warte jetzt mal hier einen kleinen Moment. So, wir warten. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Aber hier ist nichts. Jetzt bin ich voll irritiert. Keine Ahnung, wie hat das Blizzard gemacht? Ich begebe mich mal in die Höhle des Löwens, weil ich nicht verstehe, wie die Items hier hochgeleitet werden. Ich habe ja gesehen, dass hier ein Dropper ist. Hier. Hä? Wie hat das Blizzard bitte gemacht? Ich verstehe es überhaupt nicht. Hier ist ein Dropper. Da ist auch ein Dropper. Hier ist ein Redstone-Kabel. Das kommt von dem Sprengungssystem. Ich verstehe nicht. Ich nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht aktiviert sich die Technik, die die Sachen nach oben drückt, nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn die Maschinerie hier läuft. Maybe? Vielleicht erst jetzt. Ich sehe noch kein Holz. Aber definitiv ist da Holz gedroppt. Das kann auch nicht innerhalb von einer Sekunde da oben hinkommen. Das ist ja unmöglich in Minecraft. Naja, vielleicht auch doch nicht. Keine Ahnung. Doch! Ha! Da ist ein Holz drin. Das ist sehr weird, wie das gebaut ist. Ich dachte jetzt, dass Blizzard so einen Mechanismus hat, dass automatisch das funktioniert oder so, aber okay. Soll mich nicht stören. Also, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Hauptsache, das Holz findet irgendwann seinen Weg wieder zurück nach oben. Meine Damen und Herren, damit ist die ganze Geschichte hier fertig. Ich bin sehr zufrieden und wir sehen uns dann in den nächsten Livestreams wieder oder ihr werdet dann ein bisschen hören von weiteren Projekten, die hier anstehen bei Sky Attack. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.